Nationalsozialismus hat sich die Aufgabe gestellt, keinen deutschen Volksgenossen mehr hungern zu lassen, solange wir ihm keine Arbeit geben können. Wir wollen, dass im nächsten Winter ihnen statt dieses Essens wieder Arbeit gegeben wird, wie sie es verdient haben. Volksgenosse, der du in Arbeit stehst, vergiss deinen erwerbslosen Kameraden nicht. Vergiss nicht, dass das Bekenntnis zum Nationalsozialismus und zur Volksgemeinschaft nur erkennbar wird in der Tat, in deinem Opfer. Am 27. April dieses Jahres eine internationale Konferenz in Berlin stattfindet, an der die Vertreter der Gläubiger Deutschlands und Vertreter der Reichsbank teilnehmen, bin ich gebeten worden, das zur Erörterung stehende Problem noch einmal kurz zu präzisieren. Tatsache ist, dass die deutsche Volkswirtschaft zurzeit nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Überschuss an fremder Währung zu erzielen, um den Schuldnern gegen die eingezahlte Reichsmark die fremde Valuta zur Verfügung zu stellen, die der ausländische Gläubiger erwartet. Tatsache ist ferner, dass der Welthandel, aus dem allein Deutschland seine fremden Valuten verdienen kann, auf 1/3 seines vorigen Standes zurückgegangen ist. Weitere Tatsache ist, dass die Reichsbank, die noch vor 3 Jahren mehr als 3 Milliarden Gold und fremde Währung besaß, heute nur noch 200 Millionen Gold und fremde Währung besitzt. Die Folge aller dieser Dinge ist die derzeitige Unmöglichkeit, den Transfer der deutschen Schulden in fremde Valuta zu bewerkstelligen. Abhilfe kann nur von 2 Seiten kommen. Steigerung des deutschen Exportes durch Belebung des Welthandels auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Entgegenkommen der Gläubiger in der Höhe der Zinsen, der Hinausschiebung der Tilgung und Ähnliches. Hierzu wird die Konferenz Stellung zu nehmen haben. Ich kann versichern, dass Deutschland seinerseits alles tun wird, um seine Transferfähigkeit zu steigern. Ich hoffe ferner auf die Einsicht und die Hilfe der ausländischen Gläubiger. wünsche dem deutschen Volke zur Erhaltung des Friedens eine starke Wehrmacht. Ich warne mit der gleichen Schärfe, mit der ich seinerzeit mit meiner Kölner Rede die Spieler mit dem Gedanken einer zweiten Revolution gewarnt habe. Ich warne alle diejenigen, die glauben, sie könnten heute die SA diffamieren. So treu, wie der alte SA-Mann zum Führer steht, so treu steht der Führer zu seiner alten SA. Wir Frontkämpfer wollen nicht, dass wieder eine unfähige Diplomatie uns in eine Katastrophe hineinstolpern lässt, deren Leidtragende wiederum Frontkämpfer sind. Wir Soldaten auf allen Seiten fühlen uns frei von jeder Verantwortung für den letzten Krieg. Wir wollen gemeinsam kämpfen, eine neue Katastrophe zu verhindern. Die Frontkämpfer wollen den Frieden. Die Völker wollen den Frieden. Die deutsche Regierung will den Frieden. Mr. Dodd, you came here this morning. You are not only going to meet the great sculptor, the German sculptor Joseph Thorak, but you're going to see some of his work. You will remember his bust of the late President Hindenburg, and now he has become famous through his new work of a sculpture of after the head of Pilsudski and Mussolini, and a wonderful head of Kemal Pasha. And this morning you will see his newest work. That's the head of Chancellor Adolf Hitler. You can see it right over here. Well, I'm going to play you my new piece, a new song called The Harvest Song. Dem deutschen Volke wird der Vorwurf gemacht, es habe den Antisemitismus den Kampf gegen die Juden in die Welt gebracht und sei deshalb ein barbarisches Volk. Wer dies behauptet, sagt die Unwahrheit. Schon vor Jahrtausenden waren nichtjüdische Völker gezwungen, sich gegen jüdische Eindringlinge zu wehren. Wenn dieser Kampf bis in die Gegenwartereien kein Ende fand, so trägt die Blutschuld das jüdische Volk, das von der Ausbeutung der Nichtjuden lebt und sich verheißen ließ, es sei auserwählt, der Herr der Welt zu sein. Der Völkerfriede wird erst dann in die Welt gekommen sein, wenn dem Nutznießer der Kriege die Möglichkeit für immer genommen ist, die Völker gegeneinander zu hetzen. Wer selig geworden ist, der weiß, ohne Lösung der Judenfrage keine Lösung der Menschheit.